Die neue Woche, die vor uns liegt, bringt auch neues Wetter. Und zwar in Form von Wolken und Regen. Lange nicht gehört, diese beiden Begriffe. Aber die ersten Wolken sind schon da. Und zwar im Westen auch schon mit erstem Regen. Und beides, die Wolken mit dem Regen, breiten sich jetzt in der Nacht weiter bis zur Mitte etwa aus. Der Osten bleibt in der Nacht noch sternklar. Morgen der Start dort sehr sonnig. Im Verlauf des Nachmittagsabends kommen aber auch hier die Wolken an. Gleichzeitig reißt der Himmel im Westen und Südwesten schon wieder auf. Die Temperaturen liegen eigentlich nur noch vereinzelt im Osten und in den Mittelgebirgen. Im frostigen Bereich minus 1 bis minus 4 Grad, sonst sind es plus 1 bis plus 9 Grad. Und tagsüber wird es recht mild weitergehen, außer unmittelbar unter diesen Regenwolken. Da sind es so 9 bis 11 Grad. Ansonsten in Berlin 13, in Freiburg bis zu 17 Grad. Die weiteren Aussichten: übermorgen am Dienstag ist es insgesamt ein stark bewölkter Tag. Regen besonders in der Mitte. Am Mittwoch lässt der Regen nach. Die Sonne kommt aber nur langsam hervor, weil Sahara-Staub in der Luft ist. Und der bringt viele milchige Wolken, aber steigende Temperaturen 13 bis 21 Grad.